Werden eigentlich orthodoxe Juden auch in Israel zum Militärdienst eingezogen? Lautete die Frage hat mir jemand einen Kommentar geschrieben und mich gefragt, Sky, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, und das möchte ich mal hier kurz in einem Video beantworten. Es ist alles nicht so einfach. Man darf sich das nicht so immer so schwarz und weiß vorstellen. Es gibt, zuerst einmal muss ich sagen, dass bei Außenstehenden und auch vor allem in Deutschland, dass da immer, wie soll ich sagen, da wird kein Unterschied zwischen orthodoxem Jude und ultraorthodoxem Jude gemacht. Was ist ein orthodoxer Jude und was ist ein ultraorthodoxer Jude? Ich bin zum Beispiel ein orthodoxer Jude, aber es gibt auch ultraorthodoxe Juden. Du musst jetzt als orthodoxer Jude, hat man in Deutschland immer die Vorstellung, ne, da muss man sich irgendwie anziehen, so religiös halt und sowas. Nein, stimmt überhaupt nicht. Es gibt total viele orthodoxe Juden, die ziehen sich nicht irgendwie an oder sowas. Viele Männer haben natürlich eine Kippa auf dem Kopf, aber man muss sich jetzt nicht unbedingt super religiös oder sowas anziehen, sag ich mal. Man läuft auch in Jeans und T-Shirt rum. Und du kannst halt auch als Frau, man kann trotzdem orthodox sein, diverse Halachot halten oder Mitzvot, diverse Gesetze, also im Judentum. Und damit wärst du schon orthodoxer Jude, ohne dich da jetzt groß anzuziehen. Du hältst halt vielleicht nicht alles ein. Jetzt zum Beispiel den Anziehcode oder so, den Klamottencode, den Kleidungscode. Aber du machst zum Beispiel ganz andere Sachen. Deswegen darf man nicht immer so stereotyp denken, da kommt jetzt ein orthodoxer Jude und ach du meine Güte, da ist der ganz fromm und so. Nein, so ist es nicht. Was du wahrscheinlich meinst mit deiner Frage ist ultraorthodoxer Jude. Und da muss man auch wieder so viele Abstriche machen. Das ist hier auch alles nicht schwarz und weiß. Viele Leute sehen das gerne schwarz und weiß, ist es aber nicht. Auch viele säkulare Israelis sehen das gerne schwarz und weiß, aber es ist es nicht so. Zum einen muss man auch bedenken, dass du hier viele ultraorthodoxe Juden in Israel leben hast, die überhaupt keine israelische Staatsbürgerschaft haben. Also viele sind irgendwie durch Mutter, Vater, sowas oder selber zum Beispiel Amerikaner. Und die sind hier eingewandert, sind ultraorthodoxe Juden, sind hier eingewandert, aber haben jetzt nicht direkt die israelische Staatsbürgerschaft angenommen. Das kann man machen. Das geht auch mit deutschen Staatsbürgerschaften. Es kommen auch deutsche Juden wandern hier ein. Und da gibt es so bestimmte Verfahren mit den ganzen Staatsbürgerschaften, damit man die Deutsche nicht verliert. Und ist alles nicht so einfach, alles ziemlich kompliziert. Und also viele hast du hier, die haben überhaupt, also ultraorthodoxe Juden, die haben überhaupt keine israelische Staatsbürgerschaft. Die sind Amerikaner oder was weiß ich, alles Mögliche. Aber sie haben jetzt keine offizielle israelische Staatsbürgerschaft, sind aber offiziell eingewandert, sprich haben Aliyah gemacht. Und sowas funktioniert. Man muss das nur mit dem Innenministerium hier regeln und dann funktioniert das. Mir scheint nur die Sonne hier wieder rein. Jetzt ist es doch noch einigermaßen schön geworden. Wer weiß wie lange. Aber ja, so muss man das erstmal betrachten. Und dann gibt es natürlich hier gesetzliche Regelungen, dass wenn du als ultraorthodoxer Jude, Mann, sag ich mal, irgendwo lernst, Yeshiva oder irgend sowas, dann bist du vom Militärdienst freigestellt. Bei nationalreligiösen Juden ist das wieder etwas anders. Da gehen alle zur Armee. Was nationalreligiöse Juden sind, habe ich schon mal in einem der vorherigen Videos erzählt. Der Unterschied zwischen ultraorthodox und nationalreligiös. Das sind die mit der gehäkelten Kippa, sage ich einfach mal. Die gehen alle zur Armee, aber haben in der Armee, innerhalb der Armee, ein spezielles Programm. Aber auch nicht alle. Es gibt jetzt diese modern orthodox Leute, die kommen nicht in dieses Programm. Wenn du richtig nationalreligiös bist und warst zum Beispiel auf der Noam-Schule, ist eine spezielle Schule, ist jetzt alles sehr kompliziert, dann trittst du normalerweise in ein Programm, was Hester heißt. Und das Hester-Programm ist für nationalreligiöse Juden. Und die machen da halb Militärdienst, halb Lernen.
Sind aber sehr, sehr gut im Militärdienst. Also man darf sich da jetzt nicht vorstellen, dass die da nur irgendwo hocken und nichts tun oder so. Ganz im Gegenteil, wenn man jetzt diesen aktuellen Krieg betrachtet, dann, oder sage ich mal, die gefallenen Soldaten bislang, das sind ja mehrere hundert, also es sind so, weiß nicht, 150, 160, seit dem Einmarsch in den Gazastreifen. Aber es sind ja schon vorher Soldaten umgekommen. Am 7. Oktober und seit dem 7. Oktober. Und die Zahl beläuft sich schon auf mehrere hundert. Und wenn man jetzt betrachtet, wer diese gefallenen Soldaten mehrheitlich sind, woher die kommen, es wird ja immer bekannt gegeben, Foto, Name, woher und wie alt und was er gemacht hat und so im zivilen Leben und alles Mögliche. Also die Mehrheit der gefallenen Soldaten hier. Das sind alles religiöse Siedler. Da sind Charedim dabei, ultraorthodoxe Juden und sehr, sehr viele nationalreligiöse Juden. Und wenn du dann liest, und das wurde hier auch schon berichtet, woher die kommen aus religiösen Siedlungen. Das sind hier die, mehrheitlich die Gefallenen. Und man macht hier sogar schon diverse Anspielungen, ne? Wo sind denn die Leute aus Tel Aviv? Es wird sich immer nur darauf konzentriert, ob diese ultraorthodoxen Juden oder so zur Armee gehen oder nicht. Wenn man innerhalb der letzten Jahre schaut auf die säkularen Juden hier in Israel, dann wirst du vor allem in Tel Aviv feststellen, dass es dort auch viele Juden gibt, säkulare Juden in Tel Aviv, Umgebung und so, die auch nicht mehr zur Armee gehen, die dann auch irgendeinen Grund suchen, nicht dahin zu müssen. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Du hast innerhalb der säkularen Gesellschaft hier in Israel sehr viele Juden, so Staatsbürger, die auch nicht mehr zur Armee gehen. Man hatte mal so den Gedanken, so eine Berufsarmee zu machen, aber durch diese ganze Bedrohung hier im Nahen Osten würde das wahrscheinlich nicht ausreichen. Was man jetzt total viel hat, im ultraorthodoxen Bereich. Du siehst hier total, nicht total, aber viele ultraorthodoxe Juden, richtig so angezogen und so, mit Maschinengewehr rumlaufen. Die bekommen, sehr, sehr viele von denen bekommen jetzt militärisches Training und werden militärisch ausgebildet, weil sie auch in bestimmten Stadtteilen, sage ich mal, im Land oder in ultraorthodoxen Siedlungen, in charedischen Siedlungen, wie zum Beispiel Beta, leben. Und da sind sie von diversen Palästinensern bedroht. Das haben wir hier immer wieder. Dass, ja, wie gesagt, eine Freundin von mir wohnt in einem Stadtteil weiter unten. Da dürfen die abends an ein bestimmtes Gebäude nicht mehr heran, weil da irgendwie so ein Zaun ist, nicht ein Zaun, eine Mauer, glaube ich. Und da ist dann die Polizei und was weiß ich und Armee oder glaube Polizei. Und da versuchen die Palästinenser mal rüber zu krabbeln und in diesen jüdischen Stadtteil zu kommen. Deswegen soll man bestimmten Sachen bei ihr im Stadtteil fernbleiben, einem bestimmten Gebäude, das da sehr nah an der Mauer steht. Und die Leute, die in dem Gebäude wohnen, können halt nicht raus, ne? Abends müssen sich da verbarrikadieren oder was weiß ich. Und man hat jetzt in kleineren Orten und in diversen Stadtteilen, natürlich auch in Siedlungen, Dörfern, alles Mögliche, die nah an arabischen Orten und auch nah an der palästinensischen Autonomie sind, hast du jetzt Bürgerwehren. Und ultraorthodoxe Juden sind jetzt auch in Bürgerwehren und laufen mit Maschinengewehren rum, weil sie diverses Training, also die werden jetzt darauf trainiert, dass sie ihre Stadtteile oder ihre Orte beschützen, dass die dazu in der Lage sind. Und mit dem Kriegsausbruch am 7. Oktober hast du zwei, ich weiß nicht, waren es 2.000 oder 3.000 ultraorthodoxe Juden, die sich sofort zum Militärdienst gemeldet haben. Also grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, wird hier jeder zum Militärdienst eingezogen, wenn du die Staatsbürgerschaft hast. Manche auch, du hast so einen kleinen Unterschied, ne? Hier leben so manche Christen und die haben keine Staatsbürgerschaft. Das sind so Missionars, Leute und so.
Und die schicken dann ihre Kinder zur Armee, weil irgendwie nach anderthalb Jahren oder so in der Armee kriegen die die israelische Staatsbürgerschaft. Da brauchen die Eltern dann noch nicht mal Staatsbürger sein, aber also das Kind, das dann da in der Armee dient, kriegt die Staatsbürgerschaft. Und aufgrund dessen können die Eltern dann irgendwie auch hier bleiben. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich habe es jetzt aus dem Bekanntenkreis gehört, dass Missionare, christliche Missionare, auch aus Deutschland auf sowas abzielen. Auch aus den USA. Du hast hier sowieso so viele Leute und ganz unterschiedliche Leute in der Armee. Und die Frage ist immer, brauchst du so viele Leute? Oder kann die Armee jetzt alle möglichen Leute unterbringen? Manche Leute werden dann 18, ne, und dann werden sie eigentlich zur Armee eingezogen, Männlein und Weiblein zugleich. Und manche bekommen dann irgendwie einen Schrieb von der Armee, dass sie noch ein halbes Jahr warten müssen oder so, weil die Armee gar keinen Platz für sie hat. Ich möchte noch mal ein extra Video machen zur Nachala Haredit. Es wurde ja eine spezielle ultraorthodoxe, so nannte sich das, sage ich mal, Armeeeinheit gegründet schon vor Jahren. Und was daraus geworden ist und so, dazu möchte ich noch mal ein extra Video machen. Es gibt Gründe, warum diverse ultraorthodoxe Juden nicht hier zur Armee gehen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie den Staat ablehnen oder so. Da muss man auch wieder sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sowas behauptet. In den deutschen Medien wird immer so viel Mist behauptet, was hier mit den Details und wie das alles funktioniert in der Gesellschaft und wer was ist, überhaupt nichts zu tun hat. Da wird alles über einen Kamm geschert, weil es ja so einfach ist. Und da kennt sich dann auch so eine Journalisten-Tussi oder so, die mich früher mal kontaktiert haben. Die sitzen dann immer nur da, hä? Die wissen überhaupt nichts. Dazu mache ich nochmal ein extra Video. Und es gibt, wie gesagt, viele Gründe, warum die hier nicht zur Armee gehen. Und dazu möchte ich auch nochmal ein extra Video machen. Und das hat nichts, wie gesagt, damit zu tun, dass sie eventuell den Staat ablehnen, nicht ablehnen, was auch immer. Das sind ganz andere Gründe, warum das nicht gemacht wird. Aber dieser Krieg hier, das, was am 7. Oktober passiert ist, hat sehr, sehr viel auch innerhalb der ultraorthodoxen Gesellschaft verändert. Und es wird sich sehr, sehr viel verändern, auch nach diesem Krieg und mit der Armee und überhaupt. Aber wie gesagt, ich mache zu so ein paar Details mache ich noch mal extra so ein paar Videos, weil das würde jetzt zu weit führen und da picke ich mir so ein paar kleine Details raus. Aber wie gesagt, zurzeit ist es so, dass irgendwie viele, sehr viele militärisches Training erhalten, um ihre Stadtteile zu schützen, weil das, was am 7. Oktober passiert ist, kann sich jederzeit wiederholen. Auch in Tel Aviv, in der Mitte von Tel Aviv, überall. Und ich sehe das nicht als Einzelfall. Es ist ja auch schon sowas in den 70er Jahren, 80er Jahren vorgekommen. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie jetzt, aber es kam schon vor. Es ist jetzt nicht so neu, sage ich mal. Und es wird sich auch wiederholen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist das hier mit diesem militärischen Training und so, finde ich sehr, sehr gut und man fühlt sich dadurch auch ein bisschen sicherer. Was ich hier auch von unserem Stadtteil, ich lebe ja hier im Brennpunkt, ne, im Stadtteil und ich weiß, wovon ich rede, so ein bisschen. Aber ich habe jetzt erstmal so ein bisschen die Frage beantwortet, ist komplizierter, als man sich das vorstellt. Und man kann nicht nur irgendwelche einheitlichen Stereotypen Meinungen hören von Leuten, die sich mit der Materie eigentlich gar nicht befassen oder gar nicht auskennen und noch nie in irgendwelchen Gesellschaften hier waren. Das ist das große Problem. Viele Leute meinen, irgendwas sagen zu können, aber waren selber damit noch nie richtig konfrontiert. Aber ja, das ist jetzt erstmal so eine kleine Meinung. Aber wie gesagt, ich mache dazu noch einige Videos. Wenn weitere Fragen sind oder so, könnt ihr die gerne stellen.